Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich gerne meine Erfahrungen mit dir teilen zur Teleson und zum Energiemarkt beziehungsweise zum Energievertrieb. Und wenn das Ganze für dich interessant ist, dann freue ich mich, wenn du jetzt kurz dran bleibst. Zunächst, ich habe zu diesem Thema einen ausführlichen Bericht auf meinem Blog, auf meiner Webseite oliverschirmer.de veröffentlicht. Also, falls dich das Thema wirklich bis in die Tiefe interessiert, und du so gut wie alles, was es zu wissen gibt über die Teleson erfahren willst, dann findest du die weiteren Informationen, entweder den Link zum Blogartikel oder den Blogartikel selbst eben halt unterhalb des Videos. Ich wünsche dir da viel Spaß dabei. In diesem Video möchte ich aber trotzdem auf die für mich wichtigsten Punkte eingehen, dir ein paar kleine Dinge dazu erzählen und wie gesagt, alles weitere bis in die Tiefe, die Details und so weiter, die kannst du dann eben auf dem Blogartikel nachlesen. Okay, also, was gibt es über die Teleson zu wissen? Die Teleson ist Marktführer im Bereich Vermittlung von Strom, Gas, Wärmeverträgen, also von Energielieferverträgen im Allgemeinen. Und ist wie gesagt Marktführer, konnte in den letzten Jahren sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Teleson wurde im Jahr 2000 gegründet. Im Jahr 2008 ist dann der Einstieg in den Energiemarkt erfolgt und ist im gesamten Bundesgebiet eben halt auch tätig. Und im Jahr 2017 hat die Teleson einen Umsatz von mehr als 95 Millionen Euro gemacht. Und das Ganze kannst du halt eben auch halt alles nachlesen auf der Webseite bundesanzeiger.de. Du siehst, es ist ein kernsolides Unternehmen. Finanziell auf absolut soliden Beinen. Mehr als 2 Millionen Kunden konnten durch die Teleson bereits vermittelt werden. Jährlich kommen rund 350.000 Neuverträge dazu. 80 Mitarbeiter im Innendienst, 1.000 Vertriebspartner. Und das alles in allem sorgt eben halt dafür, dass die Teleson quasi Marktführer in diesem Bereich ist. Warum habe ich mich für eine Zusammenarbeit mit der Teleson entschieden? Das hat einen einfachen Hintergrund. Und zwar, wenn du dich im Network Marketing etwas auskennst, dann weißt du, dass jedes Jahr viele, viele, viele neue Network Marketing Unternehmen auf den Markt kommen und die wenigsten schaffen es aber, auch die ersten 3, 4, 5 Jahre zu überstehen und verschwinden so schnell vom Markt, wie sie gekommen sind, verschwinden sie eben halt auch wieder. Und und es gibt Zahlen, ob die jetzt im Einzelnen ganz genau stimmen, spielt eigentlich gar keine Rolle. Man sagt, dass so circa 90 bis 95% der Unternehmen, die halt in dieser Branche starten, eben wieder vom Markt verschwinden. Das heißt im Umkehrschluss, dass deine Chance, mit einem neuen Unternehmen erfolgreich zu werden, eben bei 5 bis 10% liegt. Und das ist mir einfach zu wenig, um ein langfristig lukratives Geschäft aufzubauen. Sicherlich, wenn du mal aufs richtige Pferd gesetzt hast, dann warst du einer der wenigen, der halt von Anfang an dabei war und hast den einen oder anderen kleinen Vorteil vielleicht dadurch. Aber nichtsdestotrotz kannst du in dem Markt, in dem wir uns hier bewegen, im Energiebereich, ist noch so viel Potenzial da, dass ich hier verstärkt Wert drauf legen, wirklich stabiles, gesundes Unternehmen im Rücken zu haben, was die Anfangsjahre schon deutlich hinter sich gelassen hat, was innovativ ist, was quasi eine Vorreiterstellung im Markt eben halt hat. Und das alles in allem hat eben dazu geführt, dass die Teleson das Partnerunternehmen meiner Wahl geworden ist. Aber das ist jetzt so viel dazu. Lass uns einsteigen, in die Erfahrungen, die ich machen konnte. Eins vorab. Ich konnte in weniger als 13 Monaten weit mehr als 100 direkte Vertriebspartner selbst für das Unternehmen rekrutieren. Das zeigt also, dass es durchaus möglich ist, weil wenn ich das kann, dann schaffst du das erst recht. Und von daher macht es auch dann für dich Sinn, wenn du mit dem Gedanken spielst, im Energievertrieb zu starten, darüber nachzudenken und das als weitere Option zu sehen. Ich möchte zum einen jetzt mal kurz auf die Erfahrungen als Kunde eingehen, die ich als Kunde gemacht habe, und auf die Erfahrungen als Vertriebspartner. Zum einen möchte ich
ja, was mir als aus Kundensicht eben halt super gefällt, ist ja die Transparenz, ja, die man eben halt einfach hat. In meinem Fall war es so, da ich gleichzeitig eben halt auch Vertriebspartner geworden bin, habe ich nicht nur eine Ersparnis ja durch das Umstellung unserer Verträge erzielt, sondern ja konnte halt eben auch dazu noch eine Provision erhalten, und das hat das Ganze ja für mich ja sehr lukrativ gemacht. In meinem Fall, um dir einfach mal auch eine Zahl zu nennen, waren das circa 126,99 €, und ich habe eine Provision bekommen von 55 €. Ja, das war jetzt im Prinzip nur der Stromtarif. Der Zeitaufwand hier waren knapp 60 Minuten. Normalerweise geht das Ganze halt schneller, aber gerade am Anfang will man sich ja auch in die Sache reindenken, und ich habe dann halt auch noch viel so ein bisschen rumprobiert und rumgeschaut, und dementsprechend waren es dann halt 60 Minuten. Das heißt für mich, ich habe dann innerhalb von 60 Minuten 181,99 € plus gemacht, ja, und das ist ja im Prinzip nicht schlecht für ein neues Geschäft, wo man ohne Einstiegskosten eben starten kann. Ja, und das allein schon macht eigentlich für jeden Sinn, über eine Zusammenarbeit nachzudenken, selbst wenn es nur bei der Umstellung des eigenen Vertrages bleibt, was natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist, aber wirtschaftlich hat sich's eben gelohnt. Genau. Dann auch, was ich super finde, ist der Tarifrechner. Der Tarifrechner ist ja super transparent. Du siehst mit einem Blick sofort, ja, was letzten Endes der Stand der Dinge ist. Du siehst sofort die Bonusse, hast die Verbrauchsgrenzen im Blick. Es sind Bruttopreise. Du hast also wirklich sofort auch, siehst sofort, was du selbst halt eben im Jahr bezahlst und ja, was deine Kunden halt bezahlen müssen. Also man sieht sofort auf den ersten Blick alles, und mit diesem Transparent find ich super. Den Tarifrechner gibt es im Teleson Backoffice, und du hast auch eine Teleson-App, die du auf dem Tablet und auf dem Smartphone eben verwenden kannst, und kannst natürlich auch dort drüber dann deine Verträge beziehungsweise die Verträge deiner Kunden berechnen und dort auch halt eben gegenzeichnen lassen, unterschreiben lassen und quasi papierlos einreichen. Also auch eine tolle Geschichte. Genau, da sind wir dann auch schon bei der App. Die App, die ermöglicht es ja dem Vertriebspartner eben halt den administrativen Aufwand relativ gering zu halten. Du musst keine Papieranträge bestellen, du musst die Anträge nicht ausdrucken, sondern du kannst im Prinzip morgens das Haus verlassen und hast dein komplettes Geschäft in deiner App. Ja, das heißt, du kannst Angebote für deine Kunden erstellen, kannst die via Tablet oder Smartphone dann auch per Mail versenden, sofern das gewünscht ist. Du kannst die Anträge dort direkt quasi erstellen, kannst den Kunden unterschreiben lassen und kannst sie dann auch einreichen. Somit ist der administrative Aufwand super gering, und hast halt eben die Möglichkeit, dich auf das zu konzentrieren, was ja das Vertriebsherz eigentlich begehrt, ja, weil nämlich den Verkauf, Vertrieb, Marketing, Networking, ja, ohne dass du jetzt, ich sag mal, den halben Tag noch im Büro zubringen musst, um Angebote zu schreiben etc., sondern kannst dich wirklich voll und ganz auf das konzentrieren, ja, auf was es ankommt, nämlich Vertrieb. Auch toll ist zum Beispiel Teli. Das ist ja der digitale Assistent für die Datenerfassung innerhalb der App. Das heißt, du kannst einfach ein Foto machen, ja, von der Abrechnung, und das Programm zieht sich dann alle ja für den Antragsprozess relevanten Daten, für die Daten, die notwendig sind, um ein Angebot zu erstellen. Und das macht das Ganze halt super einfach und super schnell, sodass du ja einen sehr, sehr hohen Kundenkontakt, eine Anzahl an Kundenkontakten haben kannst, ja, weil du alles sehr, sehr schnell durchführen kannst. Zu den Produkten, ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer, ich meine, Strom, Gas, Wärme kennt jeder, der es nutzt, ja, der weiß, was das ist. Von daher sind die Produkte nicht sonderlich erklärungsbedürftig. Aber allerdings ist es auch so, die Produkte und die Vertragspartner, die werden natürlich auch geprüft. Gibt es verschiedene Kriterien, dass die Unternehmen halt zum einen wirtschaftlich, aber auch rechtlich sauber dastehen. Und das
ja, ermöglicht halt einfach, dass wir relativ schnell den Überblick auch haben, was in den einzelnen Verträgen dann halt eben die Grundlagen sind. Und somit weiß unser Kunde dann halt dementsprechend auch sofort, was er tatsächlich kriegt, ja, und erlebt keine bösen Überraschungen, ja. Es gibt grundsätzlich keine Tarife per Vorkasse, sondern alles über einen monatlichen Abschlag und es ist natürlich auch, sind natürlich sehr, sehr faire Verträge und sehr, sehr faire Preise. Warum sage ich das? Ganz einfach, viele Vergleichsplattformen, die werben halt mit hohen Bonussen. Schaut man aber dann mal genauer hin, stellt man fest, dass die Arbeitspreise oder die Grundpreise nicht so attraktiv sind, sondern man merkt halt sofort, dass vieles über das Bonussystem läuft. Oft ist es auch so, dass die Kunden dann einen höheren Abschlag vorausbezahlen. Das heißt, sie zahlen ihren Bonus quasi voraus und geht dann vielleicht mal ein Unternehmen insolvent. Dann sind in der Regel natürlich auch die Vorauszahlungen futsch. Also es gibt natürlich, da gibt es auch noch mehrere Dinge, die man beachten sollte. Das soll aber jetzt nicht Thema dieses Videos sein. Es geht einfach darum, ja, zu zeigen, dass man hier transparente, faire Preise und faire Produkte eben für die Kunden hat. Und das ist halt eben auch ein wichtiger Punkt für einen Vertriebspartner, weil Preis ist zwar immer das eine, aber die Qualität dahinter, die muss natürlich auch stimmen, weil kein Vertriebler, kein Networker hat es gern, etwas zu vermitteln und dann 3, 4 Monate später dann ja, beim Kunden vorsprechen zu müssen und erklären zu müssen, warum ja das Unternehmen jetzt nicht mehr existiert. Ja, also von daher ist das auch wichtig und das ist auch das, was die Kunden halt wollen. Sie wollen höchstmaßen Sicherheit, sie wollen kein Risiko und wollen halt auch dementsprechenden Ansprechpartner zur Verfügung haben, der ihnen dann eben halt auch bei der Entscheidungsfindung hilft. Weil wenn du mal schaust, wie viele Menschen tatsächlich gewechselt haben, das habe ich auch hier auf dem in dem Artikel mit eingefügt, dann siehst du sehr schnell, dass ich zeige dir das mal ganz kurz, wenn ich es auf die Schnelle finde. Ja, von rund 40 Millionen Haushalten, die quasi 2017 gewechselt haben, beziehungsweise mit Strom versorgt wurden, ist es so, dass rund ja, 4 Millionen ja, ihren Stromanbieter gewechselt haben. Also von 40 Millionen Haushalten in 2017 haben nur 4 Millionen ihren Stromanbieter gewechselt. Beim Gas ist es so, das sind 12,4 Millionen Haushalte, das haben wir auch hier irgendwo, 12,4 Millionen Haushalte, ja, und es haben nur 1,1 Millionen Haushalte quasi den Gasanbieter gewechselt. Und das hat ja einen Grund. Und der Grund liegt halt einfach in der Vielzahl an Möglichkeiten. Klar, viele Menschen sind auch zu bequem, ja, oder kennen die Möglichkeiten gar nicht. Allerdings ist es halt so, dass es laut Statista im deutschen Strommarkt gibt es 1300 Stromlieferanten. Ja, also für den Endverbraucher sehr, sehr unübersichtlich. 914 Netzbetreiber und halt ebenso viel Netznutzungsentgelte. Ja, im Gasmarkt sieht es nicht viel besser aus. Da gibt es 980 Gaslieferanten und 729 Gasnetzbetreiber mit ebenfalls halt unterschiedlichen Netznutzungsentgelten. Und da sieht man schon, dass das eine Dienstleistung ist, die gebraucht wird. Ja, und ja, dass es für viele Menschen einfach viel zu undurchsichtig ist. Und dementsprechend ist natürlich schon wichtig, dass, damit kommen wir jetzt wieder zurück zum Thema, dass ja, die Produkte ein Höchstmaß an Sicherheit bieten und dass das Risiko für den Verbraucher halt gering ist. Genau. Kommen wir zu dem Thema Erfahrungen als Vertriebspartner. Ja, auch hier finde ich klasse, es ist wirklich ein klassisches Endkundenprodukt, ja, Strom, Gas, Wärme, da gibt es ja nichts Klassischeres wie das, ja, weil es ja jeder nutzt und das führt halt auch dazu, dass der Markt so gewaltig ist, ja, weil ich sage immer, wenn du heute auf die Straße schaust, ja, und weißt, ungefähr 70 bis 80% der Menschen, die wechseln könnten, haben noch nicht gewechselt, dann kannst du einfach mal links die Straße runtergucken und rechts die Straße runtergucken und dann kannst du das Potenzial erkennen von 100 Leuten, weißt du, oder von 100 Haushalten in der Straße, weißt du, dass 70 bis 80 noch nicht gewechselt haben. Und das ist doch eine tolle Geschichte, es ist ein toller Anreiz, ja, und auch ein Stück weit Motivation,
um einfach zu erkennen, was für ein geiler Markt das Ganze halt ist, ja. Du hast die Möglichkeit bei der Telesun nicht nur über die Eigenabschlüsse dir ein passives, lukratives Einkommen aufzubauen. Du hast nicht nur hohe Abschlussprovisionen, sondern auch in vielen Tarifen Folgeprovisionen mit drin, sodass du halt sofort beginnen kannst, dir passives Einkommen aufzubauen, dass du dir eine lebenslange Rente aufbauen kannst, von der du heute schon profitierst. Und du hast natürlich zusätzlich Differenzprovisionen und Boni aus deinem Team umsetzen, aber auch auf die Folgeprovisionen, die aus dem Team raus entstehen. Und das ist natürlich eine richtig interessante Cashmaschine an dieser Stelle, ne? Genau. Ja, also das Modell, das Vertriebsmodell, die Vertriebsidee ist super einfach. Ja, es gibt 100% Begehrlichkeit der Produkte. Jeder ist, und ich weiß, man hört das oft, aber hier stimmt es halt tatsächlich, dass jeder potenzieller Kunde ist. Das heißt, man kann auch tatsächlich, könnte man jeden ansprechen, sofern man das dann halt eben auch möchte. Das Schöne ist aber auch, dass wir nicht in Konkurrenz zu anderen Network-Marketing-Unternehmen stehen, ganz im Gegenteil, sondern dass unser Produkt sich ganz hervorragend als Ergänzung und als Kooperationsmöglichkeit eben halt eignet. Der Vorteil ist, wenn da wir unseren Kunden durch die Produkte eben halt Geld einsparen, ja, ist es so, dass durch diese Ersparnis oft Mittel erst frei werden für Kunden, die jetzt finanziell zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit hätten, in ein entsprechendes Produkt von einem anderen Unternehmen zu investieren. Aber dadurch werden Mittel frei und man hat dadurch eben halt auch die Möglichkeit, erstmal überhaupt Produkte zu verkaufen. Auch zusätzlich erhöht es natürlich den Umsatz und den Gewinn, wenn ich zu meinem Hauptprodukt den Kunden noch eine zusätzliche Ersparnis dazu geben kann und dadurch halt eben auch noch Provisionen verdiene. Außerdem hat man einen leichteren Zugang zu neuen Kunden, ja, weil zum einen nutzt das Produkt jeder, aber zum anderen habe ich natürlich auch durch das, dass ich den Menschen Geld bringe, ja, einen ganz anderen Zugangsweg zu Empfehlungen, ja. Aber auch gerade für Finanzdienstleister, für Versicherungsmakler etc. Es ist ein super interessantes Produkt, weil wie gesagt, zum einen Storno-Reduktion, das Risiko von Stornos wird reduziert. Du hast die Möglichkeit, durch diese Ersparnis Cross-Selling zu betreiben, zusätzliche Produkte zu bringen, aber auch in Kombination, ja. Wenn du es zum Beispiel als Bündel einsetzt, ja, kannst du natürlich auch, ich sag mal, teurere, in Anführungszeichen, teurere Produkte günstiger machen, ja, wenn du es in dein Angebot mit reinnimmst. Und so kannst du vielleicht den ein oder anderen Vertrag dann auch mehr platzieren, den du vorher vielleicht so nicht platzieren hättest können. Und du hast, wie gesagt, eine höhere Weiterempfehlungsrate, weil du den Menschen halt eben Geld ins Haus bringst, ja. Und das ist ein zusätzlicher Service, den du deinen Kunden anbieten kannst. Und den kann nahezu jeder anbieten, der im Kundenkontakt ist. Ja, ich sage zwar immer, das Produkt sollte so ein bisschen kompatibel sein, aber das trifft auf nahezu jedes Produkt zu, weil ja auch halt jeder eben diese Produkte halt nutzt. Genau. Wie sind die Verdienstchancen im Energiemarkt? Die sind ebenfalls riesig, ja. Auch hier, bin schon auf das Marktpotenzial eingegangen. Du siehst, der Markt ist da riesig. Ich habe dir auf dem Artikel auch nochmal die Gründe mit angegeben, warum sich aus meiner Sicht gerade jetzt ein Einstieg im Energievertrieb lohnt. Lass uns kurz zu den Einkommensmöglichkeiten kommen. Auch hier ist es so, werde ich immer wieder gefragt, kann man sofort ein Vollzeiteinkommen verdienen? Wie ist es mit den Verdienstmöglichkeiten allgemein? Also zunächst mal ist es natürlich so, muss man an dieser Stelle auch ganz klar sagen, dass jeder halt für sein Einkommen immer selbst verantwortlich ist. Das ist in der unternehmerischen, in der selbstständigen Tätigkeit halt immer der Fall. Und du wirst im gleichen Markt halt immer Menschen finden, die werden steinreich, die einen, ja, und die anderen, die schaffen es gerade mal 100 oder ein paar 100 Euro im Monat dazu zu verdienen, ja. So, und
obwohl der Markt und die Produkte gleich sind. Und deswegen, da sieht man auch schon, dass es nie am Markt oder an den Produkten liegt, sondern immer an der eigenen Einstellung. Halbherzigkeit, sage ich immer, bringt einen nicht weiter. Man muss eben halt auch bereit sein, 100% Engagement in die Sache mit hineinzubringen, damit es dann halt auch was wird. Aber wenn diese Grundlagen dann halt eben auch da sind, dann ist es natürlich auch möglich, die eigenen Ziele umzusetzen. Das heißt, wenn du, wir haben viele Partner, die halt eben nur im Nebenberuf, in Anführungszeichen, tätig sind und halt wirklich nur ein paar hundert Euro im Monat dazu verdienen wollen. Und dann geht es natürlich relativ einfach, wenn du auf der untersten Karrierestufe, ja, also wenn du erstmal anfängst, ja, schon bereits durchschnittlich 60 Euro Abschlussprovision kriegst. Wie gesagt, das kann ich dir jetzt nicht im Einzelnen genau sagen, weil es je nach Anbieter, nach Verbrauch und so weiter unterschiedlich ist. Du kannst es aber als Vertriebspartner dann intern sehr, sehr leicht sehen. Dann sind es bei 2 bis 10 Zählern oder Verträgen im Monat halt 120 bis 600 Euro. Ja? Und wie du siehst, ist der Zeitaufwand halt auch relativ gering da dafür. Ja? Was nicht heißt, dass es ohne Arbeit geht. So, das will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Und da sind jetzt noch nicht mal Folgeprovisionen und Zusatzprovisionen drin. Ja, oft hast du auch schon auf der untersten Karrierestufe, also auf deiner Einstiegskarrierestufe, ja, bereits auch schon durch Zusatzprovisionen auch die Möglichkeit, dreistellige Provisionssätze zu erzielen im Privatbereich. Im Gewerbebereich ist es so, dass es da schon ab 100 Euro aufwärts dann erst losgeht. So, und wer zum Beispiel jetzt im Privatbereich dann 30 Anträge im Monat schreibt, ja, bei 60 Euro durchschnittlicher Provision, ja, dann wären es halt eben 1800 Euro. Und du siehst, das Ganze ist theoretisch, weil bei uns gibt es so eine Art Blitzstart, dass du innerhalb der ersten 30 Tage das Ganze mit der Hälfte an Anträgen die ersten zwei Karrierestufen schaffen kannst und mit 25 Zählern, ja, hast du dann schon bereits die dritte Karrierestufe erreicht und verdienst von da an schon grundsätzlich 50% mehr Provision. Und mit jeder Beförderung geht es dann, steigt natürlich dann auch die Provision. Und du siehst, da ist super viel möglich. Und ich will das jetzt auch gar nicht reich rechnen. Wenn du die einzelnen Verdienstbeispiele hier sehen möchtest, schau dir es im Blogartikel nochmal ganz genau an. Aber das sind jetzt nur die Provisionen auf den Eigenumsatz. Natürlich, wenn du eine durchschnittliche Differenzprovision hast, ja, von 10 bis 30 Euro, und dein Team schreibt 100 Anträge, ja, dann sind es allein schon mal 1.000 bis 3.000 Euro nur Differenzprovision im Monat. Also lange Rede, kurzer Sinn, du siehst einfach, was möglich ist, ja, was dann dein Ergebnis sein wird, daran musst du dich halt eben dann halt selbst messen lassen. Genau, also du siehst auch hier, ich habe dir Verdienstbeispiele dann mit reingeschrieben. Letzten Endes ist es aber wichtig, ja, dass auch ohne Einsatz, ohne Fleiß, ohne Wille, ohne den Mut, ja, auf Menschen eben halt zuzugehen, wird es nicht funktionieren, denn von nichts kommt halt eben auch nichts. Aber du siehst, es ist durchaus möglich, sofort gutes Geld zu verdienen. Und dann möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, der ist auch immer so ein Thema, die Höhe der Provisionen. Ja, es gibt Menschen, die versteifen sich sehr stark auf die Höhe der Abschlussprovision. Und das ist aber der falsche Ansatz, weil du kannst mit einem Produkt, was eine sehr hohe Abschlussprovision hat, auch deutlich schlechter fahren, wie mit einem Produkt, was sehr geringe Abschlussprovision hat. Ich gebe dir dazu ein Beispiel, das findest du auch im Blogartikel. Und nehmen wir einfach mal an, du verkaufst ein Produkt, nehmen wir hier das Beispiel 1, wo du 1.000 Euro Provision kriegst für einen Abschluss. Das Produkt verkauft sich aber vielleicht ein Stück weit schwerer oder du brauchst halt mehr Kundenkontakte, in dem Fall zum Beispiel 100. Mal angenommen, du brauchst 100 Kundenkontakte, um einen Abschluss zu erzielen, also damit meine ich Telefonat beim Kunden etc. Ja, so, du brauchst insgesamt 100 Kundenkontakte, um bei irgendeinem Kunden dann dementsprechend das Produkt zu platzieren. Dann hast du, wenn du das teilst, einen Kunden, da hast du einen Wert von 10 Euro je Kundenkontakt. Jetzt nehmen wir ein Produkt, was nur 100 Euro Abschlussprovision hat, ja, aber jeder zweite Kundenkontakt führt zum Abschluss. Dann hast du eben einen Wert pro Kundenkontakt von 50 Euro. Ja, das ist dann also sehr viel lukrativer, nämlich fünfmal lukrativer als das Produkt mit 1.000 Euro Abschlussprovision. Ja, obwohl
ja, halt die Abschlussprovision im Vergleich dazu 10-mal höher ist, ne? Also du siehst, auf die Höhe der Abschlussprovision kommt es nicht an, aber dazu mehr ja im Blogartikel. Genau. Der Marketingplan ist auch super einfach zu erklären. Und was mir gefällt, du profitierst halt in die unendliche Tiefe, weil du die Differenzprovision auf die Anzahl der geschriebenen Zähler bekommst, die eben halt dein direkter Partner mit seinem Team halt eben macht und kannst so eben bis in die unendliche Tiefe an den Aktivitäten deines Teams halt partizipieren. Wie der Marketingplan genau funktioniert, erzeige ich hier in diesem Video. Dazu gibt es natürlich alles, was das Vertriebs- und Network-Marketing-Herz begehrt, Network-Marketer-Herz begehrt, Bonusprogramme wie das Autoprogramm, das Tablet- und Smartphone-Programm. Du hast dann die Blitzstartmöglichkeit, dass du von Anfang an sofort ja, 50% mehr Provision verdienen kannst, wenn du die Voraussetzungen dafür schaffst. Wie das Autoprogramm, wie das Tablet-Programm funktioniert, ist ebenfalls hier nochmal erklärt. Genau, und deswegen möchte ich jetzt zum Abschluss dieses Videos nochmal auf die 7 Punkte eingehen, die ich ja am meisten ja, an der Teleson schätze. Das ist zum einen das Produkt selbst, ja, weil du zum einen natürlich eine große Begehrlichkeit hast, ja, weil jeder Mensch das bereits nutzt und weil die Menschen, und das macht das Ganze sehr sympathisch, erstmal Geld bei dir sparen, wenn sie bei dir Kunde werden, ja, und nicht erst Geld ausgeben müssen. Und das, ja, finde ich, ist eine tolle Sache. Dann habe ich auch schon kurz angesprochen, deswegen gehe ich da nicht so genau mehr drauf ein, ist der Synergieeffekt mit anderen Unternehmen. Das heißt, ich stehe mit keinem Unternehmen oder mit einem Network-Marketing-Unternehmen, einem Vertriebsunternehmen in Konkurrenz, sondern ja, es gibt hier super Synergieeffekte, wo beide Seiten einfach davon profitieren können. Ganz speziell sind es Finanzdienstleister, Versicherungsvermittler etc. Falls du jetzt zu dieser Zielgruppe eben halt gehörst, komm gerne auf mich zu, können wir auch gerne mal ein gemeinsames Gespräch führen, um die Möglichkeiten dann im Detail nochmal zu besprechen. Ja, und dann, wie gesagt, diese Begehrlichkeit einfach. Jeder Mensch in Deutschland nutzt Strom, ja, und jeder zweite bis dritte in etwa Gas oder Wärme dann nochmal dazu. Das heißt also, es kommt wirklich jeder, ja, für das Produkt in Frage. Dann ist das Timing einfach perfekt. Du hast gesehen, der Markt, der ist ja nahezu unbearbeitet, da liegt noch so viel Potenzial brach und die meisten Bürger sind halt eben noch beim Grundversorger und verschenken da Jahr für Jahr eben halt bares Geld. Es ist ein einfaches Geschäft, es ist wirklich einfach, es ist einfach zu tun, ja, und macht es somit ideal für Network Marketing, ja, weil es ist nicht großartig erklärungsbedürftig, das Geschäft ist einfach. Man kann sehr einfach Menschen drauf ansprechen, egal online oder offline. Ja, es geht einfach darum, das Konsumverhalten umzustellen und ja, und anderen Menschen dabei eben dann auch zu helfen. Ja, es ist ja sehr einfach zu tun, aber wie gesagt, man muss es halt tun. Ja, das ist halt wie bei allen Unternehmen das so. Genau, wir haben echte Endkunden, ja, hohe Abschlussfolgeprovisionen, wenn du im Teamaufbau aktiv bist, super lukrative Differenzprovisionen, auch auf die Folgeprovisionen, ja, und so kannst du eben halt einen lukrativen Kundenstamm aufbauen mit Menschen, ja, die deine Produkte nutzen, ja. Also wirklich, ja, super Sache. Und was ich auch schon mehrfach angesprochen habe, ist die hohe Weiterempfehlungsrate. Und das konnte ich halt sehr schnell feststellen, dass es ein Produkt ist, was man gerne auch weiterempfiehlt. Ja, weil, wie gesagt, du nicht erst Geld von den Menschen nimmst, sondern weil du ihnen Geld bringst. Und das macht das Ganze natürlich ja, empfehlenswert oder einfacher empfehlenswert und sorgt dafür, dass du halt gleich von Anfang an guten Zugang zu neuen Kunden eben kriegen kannst. Falls dich das Ganze jetzt interessiert, ja, dann würde ich dir empfehlen, schau dir unterhalb des Videos entweder, wenn du es jetzt hier auf YouTube siehst, ist da der Link, wo du zum Blog weitergeleitet wirst, schau dir das Ganze an.
nochmal in Ruhe. Du hast dann am Ende des Blogartikels auch die Möglichkeit, dir weitere Infos anzufordern. Und wenn du jetzt direkt auf dem Blog bist und dir das Ganze einfach durchliest, findest du am Ende des Artikels halt weitere Informationen, welche Vorteile du hast, wenn du mit uns zusammenarbeitest. Ist auch, siehst du hier eine ganze Latte von Vorteilen, die du hast. Schau dir das einfach in Ruhe an. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass dieser kurze Erfahrungsbericht dir die wesentlichen Punkte quasi wiedergeben konnte aus meiner Sicht. Wenn das so war, würde ich mich freuen über deine Erfahrungen. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Nutz dazu einfach die Kommentarfunktion. Ja, in diesem Sinne maximalen Erfolg. Ich freue mich, von dir zu hören. Wenn das Ganze hilfreich für dich war, lass mir auch gerne Daumen hoch da, teils mit deinem Netzwerk. Man weiß nie, für wen das Ganze interessant ist. So, ich bin dann mal raus. Hoffe, das war für dich hilfreich. Wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.